Der Mond dreht um die Erde und das auf einer fast kreisförmigen Laufbahn. Gleichzeitig dreht die Erde um die Sonne auf einer elliptischen Laufbahn. Die Laufbahn des Mondes gegenüber der Erde ist ein Kreis, aber die Laufbahn des Mondes gegenüber der Sonne ist etwas komplizierter als ein Kreis. Diese Laufbahn zieht sich jetzt gerade in dieser Zeichnung. Nimmt man also die Erde als Bezugskörper, so ist die Laufbahn des Mondes quasi ein Kreis. Nimmt man aber die Sonne als Bezugskörper, so ist die Laufbahn des Mondes komplizierter als ein Kreis. Demzufolge gilt, die Laufbahn eines bewegten Körpers hängt vom gewählten Bezugssystem ab und ist somit relativ.